Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt und wir begrüßen euch ganz herzlich. Haltet euch fest, setzt euch hin zur Folge 999. 1. Punkt. Punkt 1. Er hat's versaut. Nee. Jo, Leute, herzlich willkommen zur Folge 999.1. Yay! Yay! Party! Also, meine Lieben, nur ganz kurz der Gleichstand, bevor alle völlig ausrasten, weil wir haben hier noch 4.500 Zuschauer auf Twitch. Und die Leute in dem Chat, auf YouTube und so weiter, ganz kurze Info. Es ist tatsächlich so, die 1000. Folge True Farming. Ich weiß, ihr wartet drauf, aber wir brauchen noch ein bisschen Vorbereitungszeit und wir wollten nicht als letzte Folge im Livestream quasi ganz spät, schon halb in der Nacht, dann die 1000. machen. Das werdet ihr auch verstehen, wenn dann die 1000. kommt. Also, nochmal ganz kurz, es kommt zu 100% jetzt kommenden Freitag die 1000. Folge im Livestream. Also da werden wir die 1000. machen. Ihr werdet dann auch sehen, warum wir das dann verschoben haben. Und ja. Aber ganz ehrlich, ich glaube, nur an der Folgenzahl jetzt braucht man es ja nicht festmachen. Wie gesagt, 99.1. Und morgen kommt 99.2. ja, Entschuldigung. Gut, nächste Woche Freitag 1000. Folge im Livestream auf Twitch. Doch. Was denn? Nee, was jetzt wieder? Alles gut. Oh nee. Doch, gut. Was war denn jetzt? Ja, und morgen kommt 99.2. Aber ey, ich muss ja ein Dings vorlesen. Und zwar, Rommel schreibt bei mir in den Chat so ein Clickbait. Clickbait. Ja. Also ja. Ich habe sogar meine Streambeschreibung PF 999 drin stehen. Wir haben aber, gut, wir haben aber auch, hat irgendjemand angekündigt, dass heute die 1000. Folge kommt? Also ich nicht, keine Ahnung. Ich auch nicht. Nee. Oh, ich hab's ja auf meinem YouTube-Kanal angepriesen. Ah, oh, da kann das herkommen. Ja, ja. Es war. Und ich habe ja so eine dicke Followerschaft, deswegen. Jo, gut, alles klar. Aber wir haben ein bisschen was zu tun hier. Ne? Freunde, so ist nicht. Harry, wie sieht's denn aus? Sind die Sachen fertig? Ja, es dauert noch eine Weile. Ja, wie dauert noch eine Weile? Ja, so wie die runtergerockt sind hier, das geht nicht. Es tut mir leid. Wie sieht's an? Toll. Rolfi, du geile Schnitte. So, auf jeden Fall, das Feuerwehrauto müssen wir auch noch machen. Bella, wie sieht's denn aus? Eigentlich könnten wir da doch langsam von dem Fritzel. Das habe ich geklärt. Den Dings runterfahren, oder? Zum Export. Ja, habe ich geklärt. Welchen Dingens? Den Steier da hinten. Ja, ja. Wo du das Gold abgekratzt hast. Ich wusste es. Oh, Bella, was soll denn der Käse? Ich wollte gerne Steier, was? Was sagst du? Ehrenmann, Bayer, Ehrenmann. Mach nochmal, mach's nochmal. Jetzt kann ich nicht mehr auf alles. Oh. So eine innere Stimme. Weil die ist wieder so, Moment. Oh Gott. Oh Gott. Und ich fahre weiter um meinen alten Gönnerstein. Yay. Was ist hier gerade passiert? Herr Bayer. Ja? Ich weiß nicht, ob man bei der Stadt mal was anregen könnte. Was wollen Sie denn anregen? Der Herr Fritzl hat da hinten diesen goldenen Steier sich gekauft. Hat hier einen riesen Pampam gemacht. Damit hat sich hier... Der hat keine 5 Betriebsstunden drauf. Der Gold, hat keine 5 Betriebsstunden drauf. Gold. Ja. Keine 5 Betriebsstunden drauf und jetzt muss schon wieder ein neuer her. Sie haben ja. Herr Friesi, haben Sie nicht noch Schulden bei uns? Soll ich dir sagen, was deine Angestellten sagen dazu? Was du denn? Kannst nicht mit Geld umgehen. Ach, haben die das gesagt? Weiß ich nicht. Ach so. Vielleicht. Kann sagen. Ja, also. Wie schaut's aus mit den Fahrzeugen? Ja, wir sind drüber. Also, wie gesagt, wir sind drüber. Wir sind drüber. Ja, wir sind drüber über den Fahrzeugen. Naja, viel mehr sind die Fahrzeuge mehr als drüber, Rolf. Ja. Also, ich weiß ja nicht, komm mal her. Guck dir das mal unten drunter ein. Rolf, ich kenn's nur immer wieder Sachen mit deinen blauen Händen, Schlagschrauben in der Hand. Du würdest super reinpassen, die Garage hier. Also, ich würde es auch begrüßen. Ja, genau. So, Rolf, guck mal her. Die Bremssättel. Gute Unterbodenabdeckung. Die Unterbodenabdeckung, die ist schon nicht schlecht, aber guck dir die Bremssättel an. Die Bremssättel sind so eingeschmissen. Ich bin aus Sicherheitsgründen nicht unter die Hebebühne, ja? Wahnsinn.
Rolf, das funktioniert nicht. Wir brauchen noch ein, zwei Tage. Eher geht's nicht, tut mir leid. Ah ja. Ja gut, wenn ja die Leute sterben, weil es NEF nicht da ist, hat ihre Schuld, ne? Naja, nee, ja, aber ihr habt doch nicht bloß ein. Aber hast du nur eins oder was? Ja, Moment, ich komme gleich wieder. Jetzt. Wo fährt denn jetzt? Ja? Ella? Ich hab da eine kleine Frage. Was denn? Geht's deiner Schwester der Christel gut? Ja, wieso? Wirklich? Oh, soweit ich weiß. Okay, naja, ich frag nur, weil sie ein bisschen wütend zu mir kam. Oder was heißt wütend? Wütend war sie auch nicht, ne? Aber ist falsch gesagt. Ich sag mal, ein bisschen... Ja, gehässig so. Zu dir? Also, nee, nicht zu mir. Zu mir war alles cool. Sie wollte nämlich meine Hilfe für etwas. Und das, was sie mir da erzählt hat, hat mich schon echt verwundert. Und deswegen frage ich, ob bei ihr alles okay ist. Also das letzte Mal habe ich sie bei der Party gesehen. Da war noch alles in Ordnung. Okay. Ja, an der Party war auch alles okay, aber... Ja, nee, alles gut. Sie hat ja irgendwas erzählt hier. Emily und du oben beim Landhallen. Sie ist jetzt ganz alleine, muss den Hof da machen. Und deswegen frage ich nur. Sollen wir... Also ich möchte jetzt nichts anzetteln, wirklich nicht. Eigentlich wollte ich mit dir drüber reden. Sollen wir ihr da unten ein bisschen helfen? Ey, weißt du, du dulle Junge, hast du die Explosion nicht gehört? Explosion? Was? Was für eine Explosion? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt habe ich's gehört, ja. Ja, scheiße, komm, denn der Gemeinde ist der Feueralarm ausgelöst. Es hat eine Explosion gegeben. Oh, Bella, wir reden später weiter, ja? Oder woanders. Wir fahren runter. Wo soll ich denn einsteigen? Also, nimm mich mit! Jupp. Ich kann dich mitnehmen. Weg Warum da. Nicht? Ey! Wer nimmt dir das Auto, was dort steht? Fritzl, steig ein! Jo! Bin drin! Oh, bitte nicht meine BGA. Nicht schon wieder. Drücken die Daumen, Fritzl, dass das nicht die BGA ist, ja? Ja, bitte. Den Gustav, die jetzt in Betrieb genommen hat, ne? Was zum Teufel macht Miguel da? Keine Ahnung, irgend so ein Ding ausfahren. Das nennt sich Lichtmast. Ja, warum fährt er den Lichtmast aus? Weiß ich nicht. Das ist doch nicht erlaubt, oder, während der Fahrt? Das kann abknicken. Halt mal ein bisschen Abstand, nicht, dass uns das Ding hier durch die Scheibe knallt. Oh ja, stimmt, da hast du recht. Fährt zur Gemeinde. Ja, an der Gemeinde ist ein Feueralarm. Ach, an der Gemeinde? Miguel, hier rein. Miguel, fahr mal den Mast ein, nicht, dass er noch abknickt. Hab ich den Mast draußen? Ja! Ist die ganze Strecke mit Mast draußen gefahren. Miguel, ja, hier rein. Ja, stopp. Ja. Und alle Mann, bitte helfen, wir müssen hier das Feuer angrenzen. Scheiße! Ach du, hör mal dein. Ist ja da jemand drin? Nein, keine Person mehr im Gebäude, alle draußen. Aber wir müssen hier das Feuer aufpassen, dass das nicht übergreift. Da können wir gar nichts mehr machen, das ist zu krass. Fahrzeuge. Verdammt, ja, und ich war's nicht. Wir haben hier noch einen nachgefordert aus Untergriesbach, der war gerade auf Schulung hier. Der hilft uns. Oh Mann. Okay. Alfred. Ja. Servus. Servus. Leute, Schläuche legen, Wasserstrecke aufbauen. Und Gebäude schützen. So, warte, erstmal alles aufklappen hier. Ihr habt ja schon. Okay, gut. Hinten noch aufmachen, genau. Was soll ich tun? Ja, dich nützlich machen, Alter. Okay, ich guck. Geht mal hier hinten an den Hydranten. Also erstmal den Zufuhr legen am besten. Ja. Erster Schlauch liegt bereit, brauchen wir das Wasser. So. The roof is on fire. Wie viele Angriffstrupps? Sie müssten vielleicht einen Trupp reinschicken auf die linke Seite, da wo es noch nicht brennt, und schauen, dass sie die Seite vielleicht noch retten könnten, weil da ist der Generator drin. Wenn der in die Luft fliegt, dann ist eine Menge Benzin drin. Okay. Alles klar. So, komm, Schläuche raus. Miguel, Fritze? Ja? Geht mal hier über die linke Seite rein, über Polizei, Feuerwehr
und guckt, ob da noch wer ist und ob der Generator da noch steht. Da ist viel Benzin noch drin. Alles klar, komm, Miguel. Du gehst ja, vor. Ja, ja, ja. Alter, guck doch mal, wie die Gemeinde brennt. Die steht lichterloh in Flammen, Alter. Und dann, wenn da keiner mehr ist, kühlen. Was sollen wir machen? Okay. Kühlen? Kühlen. Kühlen, ja. Alter, das lodert. Guck doch mal, Alter, das kannst du vergessen. Das Ding ist durch. Das Ding ist komplett durch. Da kannst Harry, können wir nur noch gucken, dass hier nicht großartig übergreift. Du greifst von hier an und dann versuchen, das hier einzugrenzen. Hier jawohl. Aber warte mal, viel weiter würde ich gar nicht gehen hier. Nee, würde ich auch nicht gehen. Nee. Alfred, ihr geht über die rechte Seite und versucht das einzugrenzen, damit das nicht auf die Nachbarfabrik übergeht. Ja. Sollen wir vielleicht nochmal rufen, ob da jemand drin ist? Nee, wer hat gesagt, keine Person drin? Ah, okay. Keine Ahnung, ich hoffe mal. Aber weißt du, was da gerade mit verbrennt? Was denn? Dein Bauantrag. So, Alter Schwede, vielleicht können wir soweit ein bisschen ablöschen, dass wir die Fahrzeuge noch wegfahren könnten. Ja, das wird nichts mehr, da ist zu starkes Feuer. Warte mal, wo ist denn hier, weißt du, wo der Stromverteilerkasten ist? War der nicht irgendwo hier? Hier ich mein, unten? War der nicht bei, warte mal. Oh. Ich meine, der wäre in den letzten Dingen hier gewesen. Ey, passt da auf, da ist alles verraucht, geht da nicht so rein. Ja, ich merk schon. Ja. Wir haben ja den zurück. Dings ausgemacht. Oh, Miguel, ich laufe hier auch noch voll durch den Rauch, ey. Ja, wenn du ein Trottel bist. Ich weiß nicht, wo der ist. Bleib da, wo ihr seid. Herr Lageeinschätzung. Herr Bayer, ich glaube, mit dem Gebäudeteil können wir nichts mehr anfangen. Wir versuchen jetzt hier den Rest zu retten, aber Scheiße. Damit können wir nichts mehr anfangen. Ey, okay, komm, wir gehen erstmal zurück. Unterlagen, ja. Wir ziehen uns erstmal wieder zurück. Ja, passt auf den Generator auf, kühlt den noch ein bisschen. Soll ich hier einen Schlauch hinbringen? Vater. Herr Bayer, da können wir nichts mehr retten. Ja, das Ding ist durch. Ich sehe es gerade, ey. Ey, die ganzen Unterlagen, die ganzen Sachen, ey. Herr Bär. Wow, da ist mal was. Herr Bär. Zurück. Ja. Was halten Sie davon, wenn wir das vielleicht kontrolliert abbrennen lassen? Ja, wir passen jetzt auf, dass das nicht übergreift und dann... Ja, Herr Bär, macht das irgendwas, dass wir... Ist das der Ton, der da knallt? Die Sauerstoffflaschen? Nee, ich denke mal, das könnte von dem Krankenwagen auch sein, ja. Das könnte der alte Grill vom Paul sein. Das war doch ein alter Gasgrill, oder nicht? Ach, du Heimatland. Der hat ja nicht gerade in deinem Büro noch die Gasflaschen stehen gehabt, oder? So wie es klingt, auf jeden Fall. Da stand doch auch noch der Grill drin mit der Gaspulle. Oh, meine. Ey. Ja, können wir nur draufhalten. Wisst ihr, was jetzt geil ist? Aber wie ist denn das passiert? Das kann doch nicht sein. Dave, Reezy, wir haben nochmal hier einen Anschluss gelegt. Ja, danke. Also wisst ihr, was jetzt richtig geil ist? Meine Akte verbrennt da drin. Keine Sorge, Ihre Akte ist im System, Herr Freezy. Verdammt. Digitalisiert, mein Freund, digitalisiert. Die liegt mindestens auf 50 Servern auf der ganzen Welt verteilt, dass die niemals am Handen kommt. Aber der Herr Friedrichsen ist da nicht noch drin, oder? Nee, der Herr Friedrichsen ist im Urlaub. Fritzl, sag mal, bist du narrisch, da so weit ranzugehen, Mensch? Ja, Herr Friesi, geht's mal wieder zurück, was denn mit ihm? Oh Gott! Wow. Junge! Mensch, sag mal, was ist denn mit dir los? Sag mal, wie viele Gasflaschen habt ihr da drin eigentlich gelagert? Boah. Ich glaube, der Herr Faul hat ein Lager von 30 Stück gehabt. Ach, du glaubst, genau. 30 Stück. Also, ganz ehrlich, wie geht denn sowas, frag ich mich. Ja, aber dann, Miguel, Fritzl, geht da nicht so nah dran, die können bald fliegen. Ja, ich bin ja schon, versuche ja schon so weit, wie es geht, weg. Oh Gott! Oh Mann! Ich muss meinen Polizeibären retten. Was willst du retten? Rolf! Rolf! Meier! Schuss nicht gehört! Komm da raus! Rolf! Bist du bescheuert? Was hier? Scheiße! Boah. Wegen dem Polizeibären? Sag mal, hast du sie noch alle? Ist das nicht dieses blöde Kostüm für die Schule, wenn du da bist? Nein! Das ist ein Andenken von meiner Ausbildung. Wir kaufen dir einen, okay? Boah. Ja, ist halt nicht derselbe. Oh. Ja, ist ja egal. Rennst du einfach. Nein, mein Gott, wegen der Polizeibären. Geht's ja um Kuscheltier oder was? Das ist sentimental, Herr Manus. Ja, nuckelst du doch am Daumen? Herr Friesi, können Sie weiterlöschen oder was ist mit Ihnen? Ja. Entschuldigung, warte. Oh Gott, Herr Sachsen, sein Auto. Sehen Sie mal, oh Gott, die Seite. Ist aber nicht mehr viel Pink dabei. Nee, ist schon anders Pink. Gut, das ist wenigstens mal ein Vorteil. Das Feuerwehrauto. Ja, aber es scheint so, als kriegen wir es halbwegs unter Kontrolle. Dass zumindest sich alles abbrennt. Ja.
Ja, Mann. Das passt soweit, das sieht gut aus. Ja. Wenn hier hinten der Generator hochgeht, das ist auch nochmal gut, was? Alter Schwede, ey. Das kann nicht wahr der sein. Der muss gekühlt werden, wenn der in die Luft geht. Dann, okay, ich geh mal weg. Ja, dann machen wir das Ding auch. In den Gebäude, die müssen wir später auch noch wegschneiden. Ich kann doch da nicht mit Wasser drauf, oder? Wo willst du mit Wasser drauf? Auf den Generator. Der ist aus, da passiert normalerweise nichts, den können schon kühlen. Ich wollte schon sagen. Also soll ich drauf kühlen jetzt? Ja, kühlen sie mal. Ja, dann machen wir jemand das Tor da auf. Der kühlt mal den Generator da. Ja. Ey, ich halt hier drauf und halt hier drauf, das gibt's ja gar nicht. Wisst ihr, was ich sehr schade finde? Ach, was denn? Nee, schon gut. Los, Fritzel. Nee, schon lass gut. Es. Ja, schon gut. So. Eieieiei. Können wir vom Glück sprechen, dass der Schwarz auch noch da, weil wir haben unser Feuerwehrauto ist irgendwie in Flammen, unser Highlife. Ja, das. Mhm. Aber ganz dezent. Ich könnte froh sein, dass sein so zur Wartung war, ey. Sonst hätten beide drin gestanden. Jawohl, wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne? Ja, auf der anderen Seite. Es geht auf meine Kappe übrigens. Ich habe die Autos vorhin umgeparkt, weil ich Ausrüstung überprüft habe, Entschuldigung. Ja, Rolf, ich hätte schon eine Flachs. Du könntest ja nicht wissen, dass da irgendwas einfängt, diese Karre. Nee, eigentlich nicht. Ich dachte eigentlich, das Feuerwehrgebäude wäre irgendwie sicher. Oder hast du wieder wie damals hier mit Stöckchen und Reibe losgelegt? Vor allen Dingen, wisst ihr, was das Schlimme an der ganzen Sache ist? Das Feuerwehrgebäude. Wie viel hat das gekostet? 60 Millionen? Das Gemeindegebäude? Mhm. Viel zu viel. Unfassbar. Ach, da brennen gerade ihre Steuergelder. Ja, der Paul hat sich ein bisschen kalkuliert. Ja, vielen Dank, Herr Bayer. Ja, danke schön, Rolf. Ja, Rolf, hier, komm mal her. Gehen Sie weg mit dir, Sie sollen kühlen, was ist denn mit Ihnen? Fritzel, löschen, nicht flachsen. So. Mann. Wird's schon weniger? Ja, es sieht gut aus. Also es greift zumindest nicht mehr über. Ja. Macht's auf jeden Fall. Kann nicht wahr sein. Aber Rolf, hast du irgendwas angelassen oder? Nein. Ich war alles aus, ich kann es mir selber nicht erklären. Und der Herr Friedrichsen ist ja auch im Urlaub, oder? Ja. Bist du sicher? Wo ich mir vorstellen kann, dass der Herr Sachsen vielleicht irgendwas in meinem Fall sein Büro rumgespielt hat. Das ist ja eine tickende Zeit. Ich werde nicht sagen, aber warum steht denn sein Auto hier? Oder sowas? Der ist aber nicht noch drin, oder? Nein, der ist nicht drin. Also Sie können gerne mal reingehen und rufen, aber dann gehen Sie, also weiß ich, Herr Bär, aber mit Atemschutz vielleicht? Mit dem Herrn Sachsen habe ich vorhin telefoniert, der ist da nicht drin. Ach Gott sei Dank. So, ja, gut. Gut. Aber meine lieben Freunde, während wir hier am Löschen sind, wünsche ich euch schon mal einen schönen Restsonntag. Ich hoffe, es war wenigstens eine kleine Entschädigung für die 999.1. Und was es damit auf sich hat, beziehungsweise wie es hier weitergeht, das seht ihr morgen, 19 Uhr zum Montag. Wünschen euch einen schönen Start in die neue Woche. Bleibt gesund und wie gesagt, versprochen, hoch und heilig, kommenden Freitag im Livestream kommt die 1000. Folge. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dahin, tschüss und ciao. Tschüss. Wow. Alter, was erschrocken, du Penner, ey.